Wir freuen uns, dass du, Daniel Schwanzenbein, zum heutigen Kolloquiumsbeitrag zu uns nach Muttenz gekommen bist. Wir heißen dich herzlich willkommen. Für dich ist unser Umfeld eigentlich nichts Neues. Du warst selbst mal einer von uns, hast hier studiert, allerdings noch im alten Standort. Du wirst uns in deinen spannenden Ingenieurberuf mit hineinführen, bis hin zu den Offshore-Tätigkeiten in Bali. Und dabei geht es natürlich nicht um suspekte Überseefinanzmärkte, sondern es zeigt einen Weg auf, wie moderne Technologien der Geomatik an einem anderen Ort unseres Planeten eingeführt und etabliert werden können. Also wir freuen uns auf deinen Vortrag. Danke vielmals, Trini. Ja, hallo miteinander. Hallo alle hier im Saal und auch die, die daheim zuschauen oder vielleicht noch im Büro sind. Spannendes Thema. Ich möchte kurz mich ein bisschen vorstellen. Ich bin aufgewachsen in Nislau, das ist im schönen Toggenburg, wohne aber seit 16 Jahren in Chur im Kanton Graubünden. Ich bin, wie das Bild schon ein bisschen zeigt, ein Kind der Berge. Und weißt du, kennt jemand? Weißt du jemand, wo das ist? Livio vielleicht? Nicht? Pizpalü. Hinten dran sehen wir noch Pizpanina und Bianco gerade. Es ist nicht so, dass ich permanent mit Stigis und Seil unterwegs bin. Das ist eigentlich eher eine Ausnahme für mich. Aber zeigt ein bisschen, ich bin gerne los in der Natur, in den Bergen. Und bin sehr gerne aktiv. Wie schon erwähnt, bin ich selber auch schon hier an der Fachhochschule studieren. Angefangen habe ich bei der FABB, das ist die Fachhochschule bei der Basel. Abgeschlossen habe ich dann mit der FANW, also das war einfach Rebranding oder Renaming. Das ist ein Bild auf dem alten Dach der Fachhochschule. Ich bin dann dort ganz rechts außen mit dem Lupo. Da ist es darum gegangen, wir müssen eine Promotion machen für unsere Diplomreise. Und da haben wir ein bisschen in den Süden wollen oder an die Wärme. Und da hat sich so ein nasser Regentag eigentlich gut dazu geeignet. Dann beruflich bin ich daheim bei der HANKU. Das ist ein Ingenieurbüro in Thusis, Hauptsitz in Thusis. Bin seit 10 Jahren dort Mitglied der Geschäftsleitung und leite den Bereich HANKU Gebäude AG. Das ist eigentlich der Bereich, den ich heute euch heute vorstellen werde. Entschuldigung. Aber ich glaube, das Intro muss ich nicht nochmal wiederholen. Also, wenn ihr euch so akribisch und detailliert auf dieses Kolloquium vorbereitet habt, wie ich mich damals, kann es nicht schaden, wenn wir kurz miteinander schauen, um was es heute geht. Bin im Zusammenhang mit Offshore-Produktionsstätte in Bali. Okay. Die HANKU erfasst mittels modernster 3D-Lasertechnologie Gebäude und Objekte in der ganzen Schweiz und projektbezogen auch im Ausland. Als Bestandteil der HANKU-Gruppe priorisiert die eigene Offshore-Gesellschaft HANKU Asia in Bali digitale Zwillinge als 3D-Modelle. Die rasante technologische Entwicklung der Messsysteme gepaart mit der 3D-Modellierung nach BIM-Standards bietet eines der spannendsten Berufsfelder für Ingenieure aus der Geomatikbranche, dass der Markt derzeit zu bieten hat. Somit wären wir alle auf demselben Stand, um was es heute geht. Und ich möchte euch in diesem Zusammenhang fragen, was in diesem Intro hat eure größte Aufmerksamkeit erweckt? Kennt ihr Menti? Mentimeter? Okay. Smartphones und Tablets und Laptops rausholen, die Nummer. Ah, Moment, schnell. Jetzt sieht man es auch. Also, auf menti.com den Code eingeben und dann die Frage beantworten, was hat euch am meisten oder was hat die größte Aufmerksamkeit erweckt? Ja.
24, was, wie viele sind online? 31. 30. Machen wir bis 50 vielleicht. Okay. Nicht ganz unerwartet, das Resultat. Lesemesstechnisch schneide ich schlecht ab. Dafür das Interesse ist schon bei Bali, Offshore, BIM-Modelle. Diese 10%, die gesagt haben, spannendes Berufsumfeld, die sollen sich anschließend bei mir melden. Wir suchen immer Leute, die in dieses Berufsfeld einsteigen möchten. Okay, jetzt wissen wir, was die Aufmerksamkeit, was am meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Die Frage ist allerdings, die spannende Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Also wie kommt es zu Han Kuasia? Und dazu müssen wir ein bisschen zurückschauen, woher wir kommen. Die HMQ selber ist ein klassisches Ingenieurbüro, gegründet 1974. Ingenieur Geometerbüro mit standbeinamtlicher Vermessung, Planung im Kanton Graubünden. Dann 1998, als die berührungslose Lasermesstechnik aufkam, hat man damals ein neues Geschäftsfeld entwickelt, die Architektur- und Gebäudevermessung, und hat sich in diesem Sinne Know-how erarbeitet für die klassische Datenaufbereitung in zwei, also Grundrisse, Schnitte, Fassaden von bestehenden Gebäuden. In der Zeit von 1998 bis 2015 hat sich dieses Geschäftsfeld als Haupttätigkeits- oder Hauptgeschäftsfeld der HMQ-Gruppe etabliert. Wir sind national ausgerichtet mit Standorten in Graubünden, Zürich und Aargau und hatten auch vereinzelte Projekte im Ausland, in London, Rom oder Shanghai, und haben eigentlich über diesen Zeitraum fast 1000 Projekte realisiert. Also es war und ist ein wichtiger Bereich für uns. So, um 2015 ist vereinzelt die Nachfrage nach 3D-Modellen gekommen. Wir hatten auch vereinzelte Anfragen aus dem Ausland, also Firmen, die für uns Auswertungen machen wollten, weil sie wussten, dass wir sehr viele Objekte vermessen in der Schweiz. Und das hat uns ein bisschen in Zugzwang gebracht und hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns Gedanken machen mussten, wie gehen wir damit um. In der Schweiz 3D zu modellieren war keine Option, weil es einfach nicht zu aufwendig ist. Sollen wir uns zurückziehen aus unserem Haupttätigkeitsbereich oder sollen wir uns auch anfangs irgendwo einkaufen oder die Auswertungen auslagern? Nun, das ist und war nicht unser Stil. Wir haben gesagt, das machen wir selber. Das war ein Wendepunkt eigentlich in der Geschichte der HMQ, weil, weshalb haben wir das selber gemacht? Wir haben mal ein Modell bestellt von einem Anbieter in Indien, glaube ich, war das sowas. Und ich kann mich gut daran erinnern, als wir diese Daten dann erhalten haben von diesem Modell, die gesamte Teppichetage, und jeder, der was auf sich gab, hat sich dieses Modell eigentlich angeschaut. Am Ende des Tages hatten wir ein digitales 3D-Modell, hatten aber keine Ahnung, woher das kommt, wie es sich mit den Genauigkeiten verhält, wie ist die Qualität, die Struktur. Wir hatten die Kontrolle total aus der Hand gegeben. Das hat eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn wir weitergehen, gehen wir selber weiter. Wir möchten die Kontrolle haben, wir möchten die Kontrolle über die Qualität haben und haben eigentlich dieses Konstrukt HMQ Asia von der Pike auf, von 0 Mitarbeitern aufgebaut. Und im 2015 in Infrastruktur, Schulung und Ausbildung begonnen zu investieren. Ja, das hat dann erst einmal gewisse Fragezeichen ausgelöst. Das war 2015 in Ubud, das ist in der Mitte von Bali. Da gibt es einen Park mit vielen Affen. Sieht eigentlich doch einigermaßen zuversichtlich aus, habe ich festgestellt.
wusste aber nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich es, was es alles braucht. In diesen 8 Jahren viel gelernt. Und hier möchte ich euch auch nochmal mit ins Boot holen. Was glaubt ihr, welche Komponenten oder Eigenschaften braucht es, um so etwas auf die Beine zu stellen? Ich gehe nochmal zu Menti. Einige stimmen immer noch ab. Okay. Das sind, glaube ich, 3 Begriffe, die ihr eingeben könnt. Der Code steht oben dran. Ja. Code steht oben. Humor, das ist gut. Stille, viel Sonnencreme, gut. Software Skills, Geduld, Unternehmergeist. Okay. Interesse, Sprache, Kommunikation, System, Kontakte, Geduld, Durchhaltevermögen. Teamführung, Sprache, Erfahrung, 3D-Datenverständnis, 3D-Modellierung, Flexibilität, gute Kommunikation. Okay, mache das zum ersten Mal so mit einem Moment. Ich habe anderes erwartet. Das bringt mich jetzt in die Bredouille. Aber ich rede nicht. Ich war mehr auf die Eigenschaften aus, was es braucht an Fachkompetenz. Aber macht gar nichts. Es sind alles Punkte. Geduld und Durchhaltevermögen ganz sicherlich. Kommunikation, Flexibilität unbedingt. Kontakte, Humor, zuverlässige Wetter-App. Alles Sachen, die es sicherlich braucht und die ein bisschen in diese Richtung gehen vom Unternehmergeist, den Mut haben, etwas zu entwickeln, etwas selber auf die Beine zu stellen. Und das sind sicherlich Komponenten, die nötig sind. Worauf ich hinaus wollte, ist, es braucht in erster Linie uns oder euch. Es braucht genau unseren Berufsstand, weil das, was wir hier gemacht haben, ist zugeschnitten auf das, was ihr hier lernt und was ihr 1:1 in der Praxis anwenden könnt. Ein gutes Beispiel, was die Geomatikbranche alles zu bieten hat und was sie alles kann. Das wäre so das ideale Wortbild gewesen. Einige Punkte, es sind nicht alle abschließend, aber es sind eigentlich alles Punkte, mit denen wir früher oder später in Kontakt gekommen sind. Es geht sicherlich um Vermessung, Datenaufbereitung, Kommunikation, Detaillierungsgrade, Kultur ist ein Thema, Technologie etc. Ich möchte nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber einfach so ein bisschen gewisse Kompetenzen herausstreichen. Und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass ihr euch darin wiederfindet, weil es genau das ist, was wir, die Geomatikbranche, eben gut können. Sicherlich Vermessung, der Umgang mit dem Messsystem, mit der Messtechnologie, dann die Datenaufbereitung, aber auch die Dokumentation. Also wenn ihr euch vorstellt, wenn wir mit einem Laserscanner ein Gebäude oder einen Raum wie diesen scannen, ist es schon entscheidend, wie die Dokumentation auf die andere Seite der Welt läuft, damit eben das ausgewertet wird, was ausgewertet werden soll und nicht irgendwelche Einrichtungen oder Pflanzen oder Menschen etc. Also es ist, im Grunde ist es ein guten Handriss führen. Dann muss einem bewusst sein, mit welcher Genauigkeit wir messen, mit welcher Genauigkeit auch.
auch ausgewertet werden kann. Das sind so die Aspekte, die eigentlich die Kompetenzvermessung ein wenig abbilden. Dann braucht es sicherlich auch Management-Skills oder Management-Kompetenzen. Auch hier wieder die Dokumentation, also wie dokumentiere ich etwas, was modelliert oder gezeigt werden muss, an jemanden, der eigentlich das selber noch nie gesehen hat. Kleine Anekdote, als wir angefangen haben, ist der Fall aufgetreten, dass wir ein Gebäude gescannt haben und wie es so ist in der Schweiz, hat das Gebäude auch eine Dachrinne, wo das Wasser läuft etc. Und da ist dann eben in Bali die Frage aufgetaucht, was das ist, weil es das dort einfach schlicht nicht gibt. Oder? Man hat dann erklärt, ja, da wird das Wasser gesammelt, damit es eben nicht über das Dach läuft etc. Das sind so kleine Sachen, die auch am Anfang geklärt werden müssen. Kommunikation intern ist ein großes Thema. Wir haben am Anfang, also es ist Matthias Mückler, das ist übrigens das M von HMQ, ist Teilhaber und ist mittlerweile wohnsfest, hat seinen festen Wohnsitz in Bali. Er hat das entscheidend mit aufgebaut. Er hat am Anfang mit Englisch kommuniziert, mit den Leuten in Bali. Und wir haben einfach gemerkt, es ist dann zwar das passiert, wenn jemand schon Erfahrung gemacht hat im asiatischen Raum, dann passiert das oft, dass man sagt, ja, ich habe es verstanden, aber nicht verstanden. Der Umkehrschluss war eigentlich, dass er Indonesisch lernen musste, weil es anders einfach nicht ging. Also auch da in letzter Konsequenz haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und dann ist auch so, dass wir natürlich gegen außen, die Kommunikation gegen außen, war auch ein Punkt, der uns am Anfang ja, ein bisschen Sorge bereitet hat. Weil wie kommt das an, wenn ein Schweizer Ingenieurunternehmen eigentlich offshore, also im Ausland produziert, hat man da nicht das Label, dass wir einfach billig produzieren auf Kosten von anderen. Und da haben wir eigentlich dann auch einfach als kleines Beispiel eine eigene Website, hq.asia. Ja. Ja, produziert oder ins Netz gestellt, wo wir eigentlich unsere Überzeugung auch geteilt haben, weshalb machen wir das, was sind die Gründe. Schlussendlich sind es auch Gründe, die dazu geführt haben, dass wir Arbeitsplätze in der Schweiz bei uns erhalten und mittlerweile auch ausbauen konnten. Und das sind so Themen, die einfach gesamtheitlich aufgepoppt sind. Kultur ist auch ein großes Thema. Ich weiß nicht, jemand schon Erfahrung gehabt im asiatischen Raum? Niemand? Hier? Okay. Es ist eine andere Welt. Ist gut? Monitor ist auch. Aber stört mich da. Okay. Also ich mache mal weiter, wenn es euch nicht zu viel stört. Ich hoffe, die Leute zu Hause stört das auch nicht. Ja, Kultur ist ein Riesenthema. Es ist einfach eine andere Welt in Bali und das gibt es zu berücksichtigen. Auch hier ein kleines Beispiel. Wir haben zwar Verträge mit den Mitarbeitern in Bali. Es ist aber so, dass es durchaus vorkommt, dass am Montag jemand eigentlich kommt und sagt, ich bin am Freitag weg, weil ich muss der Familie nach, ich muss heim zum Vater, ich darf heiraten und dann kommt er am Montag und am Freitag ist er eigentlich dann nicht mehr da. Also Sachen, die eigentlich hier unvorstellbar sind, sind dort einfach an der Tagesordnung, was man im Gegenzug sagen muss. Sie sind dafür auch sehr viel treuer als wahrscheinlich in Europa, aber eben Kultur ist ein Aspekt, den es in diesem Zusammenhang nicht zu vernachlässigen gibt. Für euch geht es so, he? Es schwingt ein bisschen noch die Frequenz von Bali mit vielleicht. Okay. Wir haben die Kompetenz, leider mit der Modellierung, die wir uns natürlich auch aneignen mussten. Und da gibt es ein Wort, ein großes Wort, das sehr oft in den letzten Jahren gebraucht wird, das ist das Wort BIM. Und da möchte ich auch eine Lanze für unseren Berufsstand brechen.
Die Einzigen, die ihn wirklich verstehen, sind die Grammatiker. Die Grammatiker. Das ist einfach so, weil wir das von tief in uns Ding verstanden haben. Wir haben ein reales Objekt, wir verbessern es, wir holen es eigentlich zu uns ins Büro oder in den Computer, wir bringen etwas raus aufs Feld. Das ist einfach ein Verständnis, das da ist, und das spüre ich immer mehr. Und da sehe ich viel Potenzial, auch für euch, für eure Zukunft, in diesem Bereich, zukünftig interessante Projekte und spannende Sachen realisieren zu können. Wir mussten uns natürlich auch um die Architektur kümmern. Also mit Architektur meine ich das Verständnis für Architektur. Wir hatten auch Schweizer Architektinnen, die uns unterstützen eigentlich im Aufbau der Struktur dieser Kleidemodelle. Und die Genauigkeit und Detaillierung war und ist natürlich ein großes Thema. Also wie genau werde ich eine Punktwolke aus, wenn ich, ihr wisst wahrscheinlich, wie genau eine Punktwolke mehr drin sein kann, wenn es hier zwischendurch geht. Was werde ich aus, in welcher Genauigkeit werde ich so viel aus, wie ich sehe oder eben nicht so viel. Das führt auch dazu, dass man sich bewusst werden muss, dass der Architekt per se nicht im Millimeterbereich arbeitet, sondern eher im Zentimeterbereich. Das irritiert mich ein bisschen, dass du da immer. Das ist bei mir. Ja? Das ist Test. Test. Ich versuche jetzt mal, das ist noch was anderes. Wo war ich? Architektur, Detaillierung, Genauigkeit. Ja, das waren alles Sachen, an die wir uns in gewissem Maße ein bisschen herantasten mussten. Und am besten zeige ich euch da gerade ein, zwei kleine Modelle. Ich muss kurz umschalten. Jonas, kannst du das schon alles richtig machen? Okay, also was war das Thema? Genauigkeit, Modellierung, Detaillierung. Ich zeige euch zwei Beispiele. Und da ist jetzt ein 3D-Modell 1 zu 50, was wir 1 zu 50 aufgebaut haben nach unserem Standard. Sieht man eigentlich sehr schön, dass einfach die Struktur an sich modelliert wurde. Nicht zu viele Details. Sorry. Ja, genau. Und jetzt hier eigentlich so ein bisschen rangehen. Und einfach vom Verständnis her, was ist BIM? Oder was ist ein BIM-Modell? Eine einfache Geschichte. Boden, Wand, Decke, Fenster, Türen, Tragkonstruktion. Im Grunde ist es genau das. Und darum geht es, dass man entsprechend das so baut, dass eben ein Fenster ist. Ja, Window. Eine Treppe. Er heißt im Übrigen auf Balinesisch oder Indonesisch Tanga. Treppe. Oder eine Türe ist. Und das ist jetzt ein Modell, ein Standardmodell 1 zu 50. Oftmals kommt es auch vor, dass wir Gebäude detailliert aussetzen müssen, gerade im Denkmalbereich. Und die Steigerung davon ist, dass man dann auch Deckenstuckaturen oder vor allem Treppenhäuser geben auch viel her, detaillierter modelliert, auch gewisse Verzierung.
und das Ganze auch texturieren. Kennt jemand dieses Modell? Ja. Wieso, Josef? Weil ich dabei war bei der Aufnahme. Okay. Josef hat das aufgenommen. Du machst, Josef. Sieht aus. Ja, sieht gut aus. Das ist jetzt ein 1:20 Modell. Mit Textur, sieht man. Also das heißt, ihr seht auch bei den Türen teilweise die Struktur, also die Kachelung der Türen. Es gibt auch andere Elemente, die detailliert gezeichnet wurden, zum Beispiel das Treppenhaus, dem Geländer. Oder solche Sachen. Und das sind alles Punkte, die gilt es zu definieren und die gilt es auch entsprechend klar zu kommunizieren. Und darin liegt sicherlich die große Herausforderung. Also, wie sage ich jemandem, der nicht meine Sprache spricht, was er in einer Punktwolke auswerten muss und was nicht? Und das ist jetzt eigentlich das Endmodell schlussendlich. Und da ist es ja so, dass wir dass es vor Ort dann immer noch ein bisschen anders aussieht. Also es hat Pflanzen, es hat Möbel, es hat Leute, die im Gebäude selber drin sind. Und das gibt es eigentlich alles herauszufiltern. Im Schnitt sieht man auch sehr gut. Ja. Weiß ich, Josef, ungefähr so in Erinnerung, das Gebäude. Wo warst du im Dachstock? Oder? Ganz genau so. Genau so. Johann war im Dachstock. Johann war im Dachstock. Okay, gut. Okay. Und da gibt es natürlich auch noch größere Modelle, große Anlagen. Auch wieder ein 1:50 Modell. Ja, wo mehrere Gebäude an sich intelligent, Fenster ist immer ein gutes Beispiel, intelligent modelliert wurden. Und zwar an einer Punktwolke, die Vermesser in der Schweiz aufgenommen haben und balinesische Mitarbeiter ausgewertet haben. Bitte. Was heißt es, ein Modell 1:50? Ist es einfach abhängig nachher auch von der Detaillierung? Oder? Weil es ist verliebt, also ist ja verliebt worden. Ja, es kommt eigentlich von der SIA noch, also es gibt die SIA 400 für die Architekten, angehenden Architekten, vielleicht. Und das ist eine Norm, die eigentlich SIA 400 beschreibt, wie werden die Detaillierung gezeichnet, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 etc. Und im 2D ist diese Norm sehr etabliert, im 3D gibt es aber eigentlich nichts Echtes oder nicht keine gute Norm. Deshalb haben wir selber eine Norm kreiert und haben eigentlich spricht man oft von LODs, Level of Detail. Und wir haben dann die Kombination gemacht und gesagt, es gibt eigentlich die Level of Detail 1:50 und da geht es im Wesentlichen einfach darum, dass man sich darauf einigt, was tatsächlich gezeichnet oder nicht gezeichnet werden muss. Es ist aber die Skalierung, also man kann es dann 1:1 oder 1:200, aber es ist mehr die Detaillierung. Und wenn man im Architekturkreis von 1:50, 1:200 spricht, dann ist es an sich bekannt. Abstimmung. Da. Besten. Ein Modell noch. Sicherlich auch, oder das ist auch spannend, eine Brücke. Es gibt sind nicht nur Gebäude, sondern auch andere Sachen, die es aufzunehmen und zu modellieren gibt. Das ist sicherlich ein sehr spezielles Objekt. Wir haben viele davon und einige sind gerade in Planung. Das ist das Großmünster, das wir auch komplett aufgenommen und in 3D modelliert haben. Und da gibt es dann schon einige Herausforderungen, auch in der Modellierung. Auch hier, oder? Wie kommt es, dass die Bänke und der Taufstein etc. drin sind? Das sind alles Sachen, die gilt es zu kommunizieren, effizient zu kommunizieren. Und zwar so, dass es
Menschen auf der anderen Seite der Welt verstehen und genauso umsetzen. Weil wir haben nicht die Zeit und nicht das Geld, eigentlich da über diese Projekte lang zu telefonieren, sondern das muss klar sein. Und da ist eben genau der Geomatiker, der Vermesser, ich meine da immer alle, auch die weibliche Form und so weiter. Das ist etwas, was wir einfach sehr gut können, sehr exakt und genau arbeiten und das auch gut dokumentieren. Das ist tief in uns und deshalb hat das bei uns auch so gut geklappt, glaube ich. Okay. Da ist nur mein Bildschirm schon. Anstelle. Gut. Also, da stehen wir heute und dann gehen wir kurz gemeinsam nach Bali, würde ich sagen. Yes. Das Video ist entstanden vor etwa 3 Jahren. Ist dann wenig alt, aber er zeigt sehr gut. Mal gesund essen für 87,89 €. Genau, das kannst du jetzt mit dem neuen Probierpaket von Löwenanteil. Super. 6 leckere Sorten. Der links ist Risto, Mann der ersten Stunde, und rechts ist Matthias Bückler, auch Mann der ersten Stunde, auch in der Schweiz. Wie gesagt, er ist eigentlich Schweizer, hat aber auch Indonesisch.
das unser kleiner Ausflug nach Basel. Das war unser Ausflug nach Bali. Das sind eigentlich so ein bisschen stellvertretend für das ganze Team. Ich brauche nicht vorzustellen, ihr seht mich. Im Hintergrund Matthias Mückler, der das Ganze wirklich aufgebaut hat von der Peak auf. Großen Respekt eigentlich, was er da auf die Beine gestellt hat, ist absolut einzigartig. Wenn ihr das sehen würdet, das ist unvergleichlich. Dann in der Mitte ist Tristan, wie gesagt, Mann der ersten Stunde, ist leider nicht mehr bei uns. Auch das gibt es, hat sich selbstständig gemacht. Er ist irgendwie IT-Provider jetzt auf der Insel. Cleverer Bursche, hat von Anfang an eigentlich mitgeholfen. Eigentlich aus der IT-Branche hat er auch sich sehr viel im Architekturbereich angeeignet und auf der rechten Seite von euch mein Partner, Bereichsleiter Daniel Keggi, der seit 2008 bei uns ist und auch die Entwicklung eigentlich von Arm quasi entscheidend mitgeprägt hat. Und die Frage ist eigentlich, was macht das so spannend? Was macht das vielleicht auch für mich so spannend? Oder was macht das vielleicht für euch auch so spannend? Oder könnte das so spannend machen? Das ist, für mich ist es der Mix. Der Mix eigentlich aus all diesen Disziplinen, die ihr hier lernt, das in der Praxis anzuwenden. Und dann schlussendlich die Tatsache, dass ich vor 20 Jahren hier war, hätte ich mir jetzt nicht erträumt oder gedacht, dass ich irgendwann mit Bali beruflich zu tun habe in meinem Berufsfeld der Geomatik. Und das ist etwas, was hoffentlich euch Mut macht. Es ist eine aus meiner Sicht sehr zukunftsträchtige Branche. Ihr habt das richtige Studium gewählt. Es ist der beste Beruf der Welt. Es ist halt, wie es ist. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Und etwas noch, wenn ihr etwas anfangt, ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin oder auch Durchhaltewillen, Geduld. Danke euch vielmals und wünsche euch eine gute Zeit.